Mit den ersten Sonnenstrahlen spielt unser Badener Kurorchester jedes Jahr im Musikpavillon des Kurparks für uns Badener und unsere Gäste auf. Der Kurpark, vormals Theresiengarten, begeht heuer sein 200-jähriges Bestandsjubiläum. Und Badens Ehrenbürger Franz Grillparzer sowie Wolfgang Amadeus Mozart blickten in ihrem Jubiläumsjahr freundlich und zufrieden auf unsere Stadt. Die Mineralschwimmschule versammelt alle Jahre die ersten Badegäste im historischen Bau der Architekten von Sickhartsburg und van der Nüll. Pioniere des Schwimmsportes können hier auch bei kühler Witterung und einer Wassertemperatur von 27 Grad Celsius ihren Badefreuden nachkommen. Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur fand sich zum Auftakt der Operettensaison in der Sommerarena ein. Allen voran die Komponistenwitwen Lilli Klaus-Dostal, Vera Kallmann und Einzi Stolz. In seiner Ansprache betonte der Bürgermeister den Stellenwert Badens als Pflegestätte der Operette und betonte die Konsolidierung im Stadttheater und in der Sommerarena unter der neuen Direktion Helmut Brandstätters. Unter der Moderation von Willi Kralik erörterten österreichische Fachleute das Wechselverhältnis zwischen Kultur und Tourismus. Als interessierte Zuhörer stellten sich bei dieser Diskussion auch etliche Hoteliers und Gastronomen ein. Sie informierten sich hier unter anderem über die geplante Kooperation der beiden Landesbühnen Baden und St. Pölten. Nach einem jahrzehntelangen Provisorium durch die Schleifenlösung der Badener Bahn kam es 1991 zum Umbau und zur Fertigstellung des neuen Josefsplatzes. Seit dieser Neugestaltung bietet der Platz dem Betrachter und Spaziergänger viel Grün und vor allem Blumenbeete mit einheimischen und exotischen Pflanzen. Die Gestaltung der beiden Architekten Schamp und Sticker bringt nun auch wieder die herrliche Architektur des Biedermeier und das einmalige architektonische Spannungsverhältnis zwischen Frauenbad und Josefsbad zur Geltung. Immer mehr Badener lassen sich hier zu einem Plausch auf den aufgestellten Bänken nieder. Ganz im baulichen Erneuerungstrend liegt ebenso die Umfahrung Dammgasse, die noch im Jahre 1992 Wirklichkeit werden soll. Die Umfahrung wird nach Auskunft der Verkehrsexperten vom Kuratorium für Verkehrssicherheit eine 30-prozentige Abnahme der Verkehrsfrequenz in der Stadt mit sich bringen. Der Fertigstellung gingen jedoch langjährige Verhandlungen mit Grundstücksbesitzern, mit dem Land und dem Bund voraus. Ein großer Schritt in der Badener Gesundheitspolitik gelang dem Bürgermeister mit der Anschaffung und Installierung eines Computertomographen im Badener Krankenhaus. Diese technische Einrichtung ist eine Rarität in Niederösterreich. Besitzen doch nur 4 weitere Spitäler in unserem Bundesland einen solchen CT. Die Gesamtkosten für den Bau der neuen Räumlichkeiten und Geräte betrugen rund 25 Millionen. Diese wurden zum Großteil von Land und Bund getragen. Thank you.
Bereits im zweiten Betriebsjahr befindet sich die Fortbildungsschule für Krankenschwestern. Hier können im zweiten Bildungsweg Mitarbeiterinnen des sozialen Hilfsdienstes zu Diplom-Krankenschwestern herangebildet werden. Eine Einmaligkeit in Niederösterreich. Baden hatte wieder einmal im sozialen Bereich die Nase vorne. Zusammen mit der geplanten Einführung einer ergotherapeutischen Schule und der Neugründung einer Jungschwesternschule sichert Baden den Pflegenachwuchs für unser Krankenhaus und darüber hinaus für ganz Niederösterreich. Lebensgrundlage für unsere Stadt zu allen Zeiten der Geschichte und Gegenwart bildet das Wasser in verschiedener Gestalt. Sei es als Schwefelwasser oder Trinkwasser. Im Rahmen einer Ausstellung im Kreativzentrum konnten sich die Besucher von der hohen Qualität unseres Wassers überzeugen. Aufmerksam lauschten bei der Eröffnung an der Tare des Badener Gemeinderates den ausführenden Worten des neuen Dienststellenleiters des Wasserwerkes, Herrn Ingenieur Watschinger, sowie des Umweltreferenten Diplom-Ingenieur Weber und des Umweltgemeinderates Franz Geiger. Zunehmender Beliebtheit bei der Badener Bevölkerung erfreut sich das Häcksel-Service. Eine umweltbewusste Einrichtung und Dienstleistung. Die Leute des Stadtgartenamtes stehen natürlich stets mit Rat und Tat zur Seite. Gehäckselte Äste eignen sich nicht nur hervorragend für Düngung, sondern auch als Material zum Spielen. Der Österreichische Städtebund hielt den Städtetag 1991 in Baden ab. Eine besondere Auszeichnung für unsere Kur- und Kongressstadt. Prominente Gäste und Referenten fühlten sich im Stadttheater wohl. Unter den nahezu 1000 Delegierten und 100 Bürgermeistern aus ganz Österreich konnte Bürgermeister August Breininger, Bundespräsident Kurt Waldheim, Wiens Bürgermeister als Präsidenten des Städtebundes, Staatssekretär Jankovic und weitere Spitzen der österreichischen Politik begrüßen. Anlässlich des Frühlingsfestes der Werbegemeinschaft der Badener Wirtschaft verwandelte sich die Fußgängerzone in eine riesige Manege. Vom Feuerschlucker bis hin zum riesigen Elefanten war alles vertreten. Bei diversen Geschicklichkeitsspielen konnten die Kinder ihr eigenes Können unter Beweis stellen. Am Florianitag gedenken die Feuerwehren ihres Schutzpatrons, des heiligen Florian. Im Mittelpunkt der Feier stand diesmal neben der obligatorischen Geräteschau die Weihe eines Fahrzeuges unter der Patenschaft der Gattin des Bürgermeisters. In vielen persönlichen Gesprächen mit den Feuerwehrmännern konnte sich Badens Bevölkerung von der vielfältigen Arbeit und dem technischen Stand dieser wichtigen Hilfsorganisation überzeugen. Thank you.
Auch beim Rotkreuztag wurden im Rahmen eines Festaktes langjährige Mitglieder der Rettung für ihre Verdienste geehrt. Ein besonderes Dankeschön erging an Vertreter der Firma Schrack für die Spende eines Funktelefones. Damit wird es nun eine noch effizientere Einsatzleistung geben. Bei der Gulaschkanone kam es schließlich zu einem regen Informationsaustausch. Im Bewusstsein um die Wichtigkeit aller gemeinnützigen Institutionen veranschlagt die Stadt Baden jedes Jahr in ihrem Budget einen hohen Betrag, um die Einsatzbereitschaft dieser Hilfsorganisation zu gewährleisten. Zu einer besinnlichen Feier gestaltet sich das alljährliche Erntedankfest am Heidhof. Die steigende Anteilnahme der Stadt am Geschehen der Heidhofsiedlung äußert sich auch im jährlichen Bürgermeistergespräch, durch Kinderspielplatzgestaltung und durch sinnvolle Widmung von Wohngebiet und Betriebsgebiet. Ein Festgottesdienst beendet immer das bei der Bevölkerung des Heidhofes bereits zur Tradition gewordene Erntedankfest.